Einer weniger. Drei weniger. Ihr wisst, wohin das führt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Ruinenkrieg, das neue Event bei Rise of Kingdoms, wo ihr mit einem Trupp kämpfen könnt, oder wie ich das nenne, Fortnite in Rise of Kingdoms. Als allererstes habt ihr zwei Kommandanten voreingestellt, hier drinnen stehen. Diese könnt ihr wechseln, wenn ihr auf dieses Symbol hier geht. Und habt dann die komplette Auswahl eurer Kommandanten. Was ich hier ganz cool finde, ist, dass hier auch so viele Sachen hier angezeigt werden. Ich meine, es ist klar in der Regel, dass man die Fähigkeiten der Kommandanten sieht etc. Aber einfach auch das Optische gefällt mir hier sehr gut. Gucken wir uns das Regelwerk mal an. Story, bla bla bla, so wird gespielt, bla bla bla. Regeln. Man muss mindestens Rathaus Level 11 sein, um dieses Ruinenkrieg spielen zu können. Matchmaking-Modi, du kannst den Ruinenkrieg nur alleine betreten. Aus Gründen der Fairness werden Spieler danach aufgeteilt, ob ihr Königreich die Eroberungsstaffel erreicht hat oder nicht. Also, dass man jetzt nicht als KVK-1-Kämpfer oder ähnliches dann gegen einen kämpft, der schon in der Eroberungsstaffel ist. Kampfregeln, du kannst für jeden Kampf einen Trupp auswählen. Die Einheiten werden dir zur Verfügung gestellt. Ne, die werden dir nicht zur Verfügung gestellt. Du kannst dir die selber aussuchen, aber okay. Truppen, die du auf dem, Schlachtfeld verbleiben, erhalten in regelmäßigen Abständen eine zufällige Fähigkeit. Da kommen wir gleich nochmal zu. Die Fähigkeiten gucken wir uns gleich mal an. Es erscheinen selten auf dem Schlachtfeld. Führe deine Truppen zu ihnen, um sie zu rekrutieren und so deine Einheiten zu vermehren. Nach dem Sieg über den Truppen anderer Statthalter kannst du deren Truppen in deine Truppe aufnehmen. Das heißt, wenn ihr jemanden besiegt, dann könnt ihr die Truppen von demjenigen übernehmen. Das Schlachtfeld ist eine harte Lehrmeisterin. Das Marschtempo der Truppen wird während des Marschierens erhöht und sie erleiden im Kampf mehr Schaden, also sei vorsichtig. Also lieber stehen bleiben und kämpfen, als laufen und getötet werden. Die Feuer des Krieges nähern sich der Mitte der Karte und fügen den Truppen, die im stetigen Sand und Staub gefangen sind, kontinuierlichen Schaden zu, weichen ihnen aus, so gut du kannst. Das können wir uns gleich auch mal angucken live. Belohnung. Sobald der Kampf endet, erhältst du entsprechend deiner Position in der Rangliste Siegpunkte. Je mehr Siegpunkte du erhältst, desto größer ist deine abschließende Belohnung. Ja, bis zu einem gewissen Punkt, dann kriegt man keine Belohnung mehr. Wenn du den Kampf vorzeitig verlässt, wirst du nach der Anzahl der Einheiten bewertet, die du zu dem Zeitpunkt deines Verlassens auf dem Spielfeld hattest. Wenn das Ereignis endet, werden die Siegpunkte zurückgesetzt. Buffs. Hier stehen einmal alle Buffs drin, die keine Wirkung haben. Buffs von Gegenständen, heiligen Städten, Bündnistechnologie, Bündnisfähigkeiten, Bündnistitel, Königreichstiteln, Runen sowie Buffs des verlorenen Königreichs. Einschränkung für Kommandanten. Hochstufige Kommandanten können erst eingesetzt werden, nachdem dein Königreich in der Eroberungsstaffel eingetreten ist. Das ist, denke ich, selbsterklärend soweit. Kommen wir mal zu den Fähigkeiten. Wie gesagt, die kommen immer mal wieder in verschiedenen Abständen. Wir können es uns hier mal nochmal durchlesen. Truppen, die auf dem Schlachtfeld verbleiben, erhalten in regelmäßigen Abständen eine zufällige Fähigkeit. Jeder Trupp kann über bis zu zwei Fähigkeiten gleichzeitig verfügen. Nach dem Erhalt einer Fähigkeit kannst du während der Matchmaking-Phase entscheiden, diese dauerhaft zu behalten. Das war jetzt neu für mich, das muss ich mir mal angucken. Es können keine neuen Fähigkeiten gewählt werden, wenn damit das Limit der Fähigkeiten der Truppe überschritten würde.
Hier sehen wir jetzt einmal die ganzen Fähigkeiten, die könnt ihr euch natürlich auch alle einmal durchlesen. Die erste Fähigkeit überflutet, da hat Truppen eine Marschgeschwindigkeitsverringerung von 30% für 7 Sekunden. Finde ich jetzt nicht so pralle. 2 bringt die Truppen mit den meisten Einheiten in Aufruhr und macht sie so für 5 Minuten, 5 Sekunden unkontrollierbar. Das ist ganz nice. Fügt allen Gegnern im Umkreis von 5 Sekunden jede Sekunde Direktschaden zu. Direktschadensfaktor 300 mal 5. Ist schon ein bisschen was. Schatten der Täuschung beschwört 2 Truppen, die mit deiner Truppe identisch sind. Diese Truppen bewegen sich willkürlich. Das ist, um den Gegner zu verwirren, wo ihr gerade seid. Somit ist es schwerer, euch auszuwählen oder anzugreifen. Wähle eine gegnerische Truppe aus. Diese kann eine bestimmte Zeit lang keinen Söldner rekrutieren. Was Neues. Du erhältst 50% mehr Einheiten, wenn du Söldner rekrutierst. Hält 10 Sekunden lang an. Das ist natürlich mega gut. Dann kämpfst du auf jeden Fall mit mehr. Erhöht das Marschtempo der Truppen um 50%. Erhöht 15 Sekunden lang die Rekrutierungsreichweite sowie die Anzahl als Söldner erhaltener Einheiten um 100%. Okay. Truppen erhalten für 15 Sekunden 50.000 zusätzliche Einheiten. Auch mega nice. Und dann das letzte noch: beschwört einen Söldner in deiner aktuellen Position. Wenn gegnerische Truppen diese rekrutieren, erhalten sie keine Einheiten. Stattdessen wird 10 Sekunden lang ihr Marschtempo um 20% verringert und sie erleiden 50% zusätzlichen Schaden. So viel erstmal dazu. Ich habe jetzt hier mal umgeswitcht, weil ich gerade auf meinem Monitor meine Rüstung habe. So, jetzt haben wir hier schon mal 2 Leute, die wir direkt rekrutieren können. Wir sehen hier unten, sehen wir diesen Sandsturm, kann man sagen. Hier kriege ich direkt schon mal Besuch. Au, ein Scipio. Gucken wir mal, ob wir den schlagen können. Ja, aber es sieht gut aus. Und jetzt bekomme ich seine. Ah, ja, dank dem Guan habe ich es geschafft und habe mehr Truppen jetzt als er. Das bedeutet, er wird höchstwahrscheinlich auch verlieren. Und verloren und ich habe seine Truppen bekommen. So, schnell weg da. So, ihr seht hier, wie der Nebel immer oder der Sandsturm halt immer mehr in die Mitte geht. Das zieht sich alles immer mehr zusammen, sodass es am Ende dann nur noch in der Mitte ist. Alles. So, jetzt geht es natürlich darum, Truppen zu rekrutieren. So, jetzt kommen hier wieder Gegner. Jetzt schnappe ich mir dem seine Truppen auch. In der Hoffnung, dass ich es schaffe. Ja, geschafft. So, jetzt haben wir Xiangyu hier. Sonst sehe ich das auch nicht wirklich praktisch. Aber ich kann ja diesen Buff hier anwenden. Weiß jetzt gerade nicht mehr, was er erzeugt. Aber das war gut für mich. Und jetzt habe ich 83.000 Truppen. Kann jetzt noch welche dazu bekommen. 88.000. Die beiden kloppen sich, haben beide weniger. Jetzt 50.000 gegen 88.000. Und er läuft weg von mir. Oh, ich glaube, er hat eine Truppenerweiterung drin oder sowas. Und zack, hat er verloren. Und hier seht ihr einmal, man kriegt Siegpunkte, 5 Stück für den Gewinn. 4 besiegte Truppen. Ja, rekrutiert 10.000, maximale Einheiten 140.000. Ja. Gehen wir jetzt mal auf Verlassen. Und dann können wir uns mal hier die Belohnung angucken. Erlange 2 Siegpunkte. Da kriegt er dann diese Belohnung. Wird zurückgesetzt in 8 Stunden. Also, ja, dauert einen Tag. Also, dann kriegen wir für 5 Siegpunkte einen Goldstern. Die Belohnungen sind schon ganz schick, aber die sind noch besser. Für 25 Siegpunkte, das sind 5 Siege, habt ihr die maximale Belohnung. Allerdings braucht ihr ja gar nicht so viele. Wenn ihr jetzt nur Dritter oder Vierter oder Fünfter werdet oder ähnliches, dann bekommt ihr da auch schon Punkte für die Truppen, die ihr gekillt habt.
Ich meine, wir kennen alle Lilith. Ich weiß natürlich nicht, was sich jetzt noch verbessern wird, verändern wird vor allen Dingen. Man kann nicht rauszoomen. Und die Hand, das Handling ist halt auch nicht das Allerbeste. Dennoch, also ich finde es macht mega Spaß. Ein cooles Event. Finde es geil. Finde es ein bisschen Fortnite in diese Richtung. Eine größere Map mit noch mehr Leuten, das wäre, glaube ich, richtig geil. Was denkt ihr darüber? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.